Hey Domi, kennst du einen Klassiker aus Tirol? Kenn ich einige. Was ziemlich geil ist, weil dann anscheinend in Tiroler Platteln. Keine Ahnung, wie die gängen. Oder frage ich heute mal einen anderen, der sagt. Servus, ich bin der Luki und wir machen heute Tiroler Platteln, so wie es kennen von früher. Dann fangen wir an, den Teig herrichten, oder? Legen wir los. Was an? Das ist das Mehl. Dazu kommt jetzt das Ei. Perfekt. Dann haben wir da die Milch. Gramm Mehl. So 30 Gramm Butter. Ein bisschen wenig Teig für die große Maschine. Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen müssen. Das gefällt mir, wenn ich immer ein bisschen hackeln muss. Ich muss jetzt ein bisschen mit der Hand noch kneten. Eine halbe Stunde vorbei. Der Teig hat jetzt gerastet. Ja, gerade 2 mm dick. Dann die Mucke ist versteckt. An die Mädels. Bewerbungen könnt ihr jetzt rausschicken. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Braucht ihr irgendwie besonders Schirmchen oder was? Jetzt schneidet man den einfach. Das ist perfekt. Ich mache jetzt gleich das Öl heiß. Davor ein bisschen immer zirchen. Ja, immer ein bisschen so drüber. So schauen es jetzt aus, unsere Tiroler Platteln. Entweder pikant, ja. Mit Sauerkraut essen oder sie ist mit Preiselbeeren und Staubzucker. Prost. Boah, geil. Gut. Und ich sag, schön, dass du bist, Luki. Danke. Und wenn dir das genauso gut gefällt wie uns, dann drück jetzt auf Abonnieren. Freut uns echt voll. Danke, Dominik und Luki. Nein.